kenne das. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich. Ah, ich krieg so einen Halt. Gestern kackt hier GoPro Studio ab, Final Cut kackt ab. Meine ganzen Videos von der GoPro runter, ohne dass die irgendwo gesichert wurden vorher. Obwohl ich die importiert hatte. Alles weg, weil das Löschen danach, nach dem Importieren, das hat er irgendwie komischerweise noch hinbekommen. Heute? Ich nehme heute Morgen ein Video auf. Ich bin um 7 aufgestanden, habe Video aufgenommen, war um 8 fertig mit den Aufnahmen, habe geschnitten, ging ruckzuck in Final Cut dann, oder relativ zügig. Habe das exportiert, war zufrieden damit und versucht das jetzt seit um 8:30 Uhr, keine Ahnung, das ist jetzt, wo ist die Uhr? 10:30 Uhr, also schon seit die schlagenden 2 Stunden, das irgendwie auf YouTube hochzukriegen. Ich möchte jetzt gerne irgendwas töten und roh verzehren. Ich bin so pissig, diese ganze Scheiße. Twitter ich gerade. Und setze den Tweet ab. Und der Tweet ist noch abgesetzt. Das hat gerade schon geprüft. Macht Twitter zu dem iPad hier mit Druck auf den Home-Button. Kackt das iPad ab. Und ja, startet sich neu. Warum? Was ist los? Man hat mir ein Virus eingefangen, der sich großflächig auf allen Geräten, die ich habe, egal welche Betriebssystem da drauf läuft oder was da überhaupt drauf läuft oder was das ist, verteilt hat. GoPro, Laptop, iPad, iPhone, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich traue mir gar nicht mehr, die Spiegelreflexkamera anzufassen. Wenn ich die jetzt anmache, dann fängt die wahrscheinlich an zu rauchen und löst sich in Wohlgefallen auf oder sowas. Ach, nee. Ich muss jetzt erstmal in den Pool und ein paar Runden schwimmen, um mich wieder zu beruhigen oder so, keine Ahnung. Aber was ist denn für eine große Scheiße, ehrlich? We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Besser und vor allem geht es mir besser, weil ich den ganzen Upload im Browser nochmal abgebrochen habe und Final Cut bemüht habe. Da nochmal umgestellt habe auf 1920 mal 1080 und jetzt ist es hier schon bei 87%. Der Upload dauert immer noch relativ lange, aber ja, so lange jetzt auch nicht. Und diese ganze Upload-Nummer im Browser funktioniert also nicht. Und das Schlimme daran ist, dass es nicht nur im Safari nicht funktioniert, was ich mir noch halbwegs erklären könnte, weil Google das nicht will, keine Ahnung, ne? Aber selbst im Google Chrome-Browser läuft es genauso scheiße. Naja, weiß ich jedenfalls immer aus Final Cut uploaden oder direkt vom Handy. Und Google Chrome kann ich wieder runterschmeißen. Schön. Ich kümmere mich jetzt mehr erstmal um Mittag. Also für den Vater. Ich brauche halt nichts mehr essen, glaube ich.